Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser-Game. Als erstes machen wir natürlich unser obligatorisches Groom Foal Dough for a Show. Und dann zeige ich euch gleich das erste Pferd, das ich gestern Abend noch gekauft habe. Und zwar Roan Candy. Ich hatte sie gesehen in den öffentlichen Verkäufen. Und sie war nur als Auktion drin und ich hasse Auktionen. Also habe ich der Viviana Haller geschrieben, ob sie die kleine Maus mir denn auch als Sofortkauf verkaufen könnte. Und ja, sie konnte. Und ja, Viviana, vielen, vielen Dank nochmal, dass du mir die kleine Maus anvertraut hast. Ich freue mich mega. Ich finde sie einfach nur so wunderschön mit ihrem Roan und ihrem Overo. Und ja, ich werde auf jeden Fall gut auf sie aufpassen. Das nächste Foalie, oh my goodness, ist Something Magic von Delia May. Delia May, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie ist einfach nur ein Traum. Ihr wisst ja alle, ich habe mir so sehr einen bayfarbenen Splashed White gewünscht. Ja, in einer Stute natürlich. Meine White Witch, die bekommt ja nur Hengste und auch nur Rappen. Ich weiß auch nicht, was bei der los ist. Ich habe mich so mega gefreut und ja, natürlich werde ich auch auf sie gut aufpassen. Die letzte, ich habe dieses Mal tatsächlich nur drei Stuten gekauft. Die letzte im Bunde ist Path of Life und zwar von Ninja Keks. Hallo Ninja Keks und Dankeschön, dass du mir die kleine Maus anvertraut hast. Sie ist wunderschön. Ich habe hier ihr noch keine Tagline gegeben. Sie hat Doppelt Cream und Topiano. Hat ein GP von 583 und hat auch dreimal Very Good, also ich hätte gesagt, alles richtig gemacht mit den Käufen. Ihr seht jetzt hier ganz, 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 ganz viele Fohlen, Leute. Ich hoffe, wir kriegen die irgendwie schnell durch. Ich habe denen alle schon Namen gegeben und auch schon die Tagline reingeschrieben, weil sonst ist dieses Video tatsächlich eine halbe Stunde lang. Das ist Classic Pokerface. Als ich ihn bekommen habe, dachte ich, naja, so ein ganz unscheinbarer Gold Champagne, der ja maximalen Second Premium geben, kriegen wird mit seinen 12-mal Good. Dann habe ich ihn getestet und was kam raus? Er ist nicht nur ein Gold Champagne, sondern er hat doppelt Silber. Somit bekommt jedes einzelne seiner Nachkommen ein Silbergen. Und er ist auch noch Roan. Also letztendlich, ja, eine sehr, sehr krasse Überraschung. Deswegen heißt er auch Classic Pokerface, weil er sein, ja, Pokerface aufgesetzt hat, weil er eigentlich besser ist, als er aussieht. Die nächste ist mein absolutes Lieblingsfohlen, das ich dieses Mal bekommen habe. Das ist Blue Sugar, Leute. Blue Sugar ist Doppel Champagne, Silver, Overo, Splashed White Träger und Roan. Und das Ganze in der Farbe Classic Champagne. Leute, oh! Sie hat 12-mal Good. Ich nehme an, dass sie ein solides Second Premium bekommen wird. Und Leute, ich kann es gar nicht fassen. Sie ist einfach der absolute Wahnsinn, oder? Dann haben wir ein kleines Tinkerfohlen. Und zwar von unserer wunderschönen Ava, von der Chrissy von Croco van Crocant. Und es ist sehr schade, dass Aaron ein Hengst ist, weil das in Stute wäre einfach mega süß. Ein Cream Tobiano in der Farbe Fuchs, also quasi ein Palomino Tobiano mit 583. Ist ein bisschen schlechter wie die Mama, denn die hat 600. Aber ja, ich denke, da kann man nichts verkehrt machen. Dann habe ich noch einige Welsh-Ponys bekommen. Ich hatte ja mit Sabino-Hengsten gedeckt und ich glaube, ein Splashed White war dabei. Ich habe, glaube ich, nur ein Sabino-Fohlen bekommen. Das hier ist Lynn. Lynn ist Black. Dann Aaron ist ein Fuchs. Und hier die kleine Silberdistel, wie die Silberdistel von Ora natürlich, Leute, ist Black mit Silber und Splashed White Träger, weil der Papa ist ein auch ein Splashed White Träger gewesen und hat das Splashed White vererbt, beziehungsweise ich glaube, die Mama hat auch, sie trägt, glaube ich, auch Splashed White. Also einmal Splashed White haben wir bekommen mit wunderschönen blauen Augen. Ich denke, dass dieses kleine Fohlen, der kleine Batman, der ist ein Smoky Black Roan. Und ich kann mir vorstellen, dass er mit seinen gestiefelten Füßen auch ein Sabino ist, oder?
Weil ich glaube, dass die gestiefelten Füße ein Anzeichen für Roan sind. Weil ich glaube nicht, dass man Roan bei den Fohlen sieht. Oder? Weiß das jemand von euch? Dann schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Dann haben wir noch drei Trakehner. Bei den Trakehnern habe ich mega Pech. Das sind alles Jungs und die sind alle nicht so gut. Also die haben alle Average mit drin und ihn habe ich jetzt noch gar nicht benannt. Dann haben wir Whiskey, der zumindest Splashed White Träger ist. Und dann noch High Society. Er ist ein Fuchstobiano Roan, was natürlich schon ganz cool ist. Ich denke mal, er wird richtig gut aussehen. Nur leider einmal Very Good, zweimal Average. Ich befürchte, das wird kein Star-Prädikat werden. So, ich möchte gerne heute noch ein paar Pferde decken und dazu möchte ich gerne bei Lumella vorbeigucken. Hallo Lumella! Ich wollte einfach mal bei dir vorbeigucken, denn du hast mir nämlich geschrieben, dass du einige gute Deckhengste hast und ich wollte Upcoming Foals. Sie hat auf jeden Fall nichts in dem Profil stehen. Jetzt gucken wir einfach mal, weil sie hatte mir geschrieben, dass sie einige gute Deckhengste hat. Hier, Honey Whiskey ist anscheinend einer. Imperial Sky. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Honey Whiskey hat dreimal Very Good. Ja, cool. Hat doppelt Champagne, Silver, Overo und ein Cream gehen. Hallo. Das wird doch was. Ist von Caramel Candy und Imperial Kyperinia. Oh mein Gott, das ist voll der coole Name. Hey, diese Stute, habe ich die nicht gestern im Verkauf gesehen? Nee. Aber die sieht genauso aus wie eine Stute, die im Verkauf war. Die ist ja mega schick, Leute. Der ist klasse, oder? Was meint denn ihr? Er hat Overo, das heißt, ich muss aufpassen, dass ich, wenn ich mit ihm decke, nicht mit einem decke, der auch Overo hat. Er hat kein Champagne, dafür Roan, Cream und Silber. Hat auch dreimal Very Good. Du hast wirklich richtig gute Hengste, klasse. Der ist ein Doppelter. Ah, er ist ein W10. Nee, W10 möchte ich nicht, weil W10, ja, da sind die immer alle nur komplett weiß. Ich finde ihn hier krass. Honey Whiskey, den speichern wir erstmal bei den Quartern ab. Und dann, ich probiere jetzt mal nochmal meine Stuten anzuspritzen, denn Leute, ich kann euch immer noch nicht sagen, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Mit wem möchte ich ihn denn decken? Jetzt gucken wir doch erstmal nach, wen wir decken. Silver in Hollywood, die ist nicht. So Hollywood ist auch nicht. Wer ist denn hier von meinen Stuten? So, Cookie auch nicht. Cookie ist Classic Sugar. Also ich hätte gesagt, Classic Hollywood würde ganz gut passen. Und die sind auch, so viel ich jetzt zumindest sehen kann, nicht verwandt, die beiden. Denn er ist, glaube ich, von Zenith, genau, und sie ist von Foursome Fearless. Und ich glaube, das ist ein Match made in heaven, oder? Wir züchten mit DP Lumella. Wie gesagt, vielen Dank für deinen ständigen Support bei allen meinen Videos. Und ja, 50 DP ist er, finde ich, auf jeden Fall wert. Und ach, wir wollten sie noch anspritzen. Moment. Classic Hollywood. Jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen, Leute. Classic Hollywood Inject. Und wir machen Breed. Und weil er mir so gut gefällt, decken wir jetzt nochmal. Und zwar die Classic Sugar. Moment, ich muss sie noch kurz anspritzen. Classic, ich spritze jetzt einfach. Ich habe jetzt eine Zeit lang nicht mehr angespritzt. Ich glaube, das ist aber trotzdem besser, wenn man das macht. Dann hat man, glaube ich, trotzdem eine höhere Chance, Leute. Aber wie gesagt, don't take my word for it. Dann hätte ich gesagt, geben wir dann Lumella nochmal 7000. Und dann haben wir beide Stuten gedeckt und ich werde auf jeden Fall auch, Leute, ganz viele Stuten. Also ich habe zumindest vor, ganz viele Stuten im Livestream decken. Der Livestream wird am 2. März stattfinden. Also nicht diese Woche, Leute, sondern, whoops, wo ist es hier? Nicht diese Woche, das ist der 23. Morgen, sondern am 2. März. Ich hätte gesagt, um 17:30 Uhr geht's los. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele von euch da sind. Wie gesagt, Livestream am 2. März um 17:30 Uhr.
Als letztes besuche ich natürlich trotzdem noch einen von euch, weil die Lumella habe ich ja besucht, weil ich unbedingt mit einem ihrer Hengste decken wollte. Und heute besuchen wir Francie Monkey. Francie Monkey schreibt: Willkommen auf der Tennessee Ranch. Ich züchte hauptsächlich Akalteke, PREs, aber irgendwie haben sich auch Mustangs reingeschmuggelt. Oh mein Gott, wie süß! Die Mustangs sind echt schön, nur es sind einfach so unglaublich viele Leute, die die züchten. Sie hat ganz viele Akalteke. Wow, sie hat richtig viele Akalteke. Der deckt 705, 711 hat der hier. Sieblatt. Was ist denn bitte Sieblatt für ein süßer Name? Dann hat sie PREs. Black Lana ist zum Verkauf und Moon und, oh mein Gott, was ist das? Fox Splash und Creamy Splash. Wow, der ist mega schick. Sieht aus wie ein Perlino. Ja, ist ein Perlino. Wow, der ist mega schön. Ready to New Year. Wow. Also der, ach, jetzt habe ich ihn schon zugemacht. Der Deckhengst ist quasi das gleiche hier wie die Stute. Der Hintergrund ist toll, oder? Ich hab mir vielleicht nochmal so einen Hintergrund gekauft. Nur, wow, nur vielleicht, Leute. Oh mein Gott, der Palomino ist ja voll süß. Ist es ein Dunkelpalomino oder ein normaler Palomino? Ich weiß natürlich nicht, wie Palominos aussehen. Die ist ja wunderschön, Leute, oder? Was sagt denn ihr? Das sieht mega süß aus. Das Einzige, was mich an den Akalteke stört, dass die irgendwie keine Mähne haben und so dünn und gebrechlich aussehen. Die Black Lana ist zum Verkauf. Ich nehme an, dass die black ist. Nee, die ist gar nicht black. Die sieht nur black aus, weil die anscheinend ein Seal Brown ist, oder? Ach nee, doch, die ist black. Ach, weil hier ein großes A steht. Nein, sie ist tatsächlich Black. Und zwar ein Smoky Black ist die kleine Maus. Sie hat 11-mal Good, einmal Average und ist zum Verkauf für ab 1000. Also ich kann euch nur immer empfehlen, Leute, wenn ihr Pferde verkauft und die auch wirklich loswerden wollt, macht eine Auktion, aber gebt immer einen Buyout-Preis ein, weil dann können Leute wie ich, die Auktionen hassen wie die Pest, einfach das Fohlen rauskaufen, wenn man das Fohlen kaufen möchte. Da, wow. Oh mein Gott. Was ist das für eine Farbe? Wow. Ist das Graying? Was ist das für eine Farbe? Mehr. Die bekommt auch noch ein Graying. Ja, das ist Graying, tatsächlich. So sieht Graying bei den PREs aus. Ich flippe komplett aus, Leute. Die sind beide komplett weiß. Werden denn die auch, wird sie auch irgendwann weiß? Nee, oder sie ist ja schon 8. Aber warum sieht sie so aus? Was hat sie denn für Genetik? Sie hat einmal Graying, aber warum ist sie so schön? Und warum ist sie zum Beispiel nur weiß? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Das wäre mega cool. Ich möchte auch sowas. Das sieht mega toll aus und das kleine süße Foli ist ja auch mega. Mein Gott, du hast wunderschöne Pferde. Dann hätte ich aber gesagt, oh, das ist ein kleiner Hengsti. Oh, voll süß. Dann war es das aber auf jeden Fall von diesem Video. Schaut auf jeden Fall mal bei Lumella vorbei. Die hat echt tolle Quarter. Und natürlich auch bei Francie Monkey. Die hat wunderschöne Akalteke, Mustangs und PREs. Dann war es das aber von diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!